Jo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und in diesem Video zeige ich euch wie gewohnt den Fortnite-Shop vom heutigen Tag, also den 10. Juni. Ja, und ich würde sagen, ich gehe direkt hier auf den Gegenstand-Shop und zeige euch dann mal die neuen Items. So, da sind wir auch schon im neuen Shop vom heutigen Tag. Wir sehen direkt bei den vorgestellten Gegenständen einen neuen legendären Skin, und zwar den Flytrap-Skin. Ja, der sieht verdammt cool aus, wie ich finde. Der ist jetzt aus dem neuen Flytrap-Set und der hat hier so Pflanzen an sich. Der ist so mit Pflanzen überwachsen und keine Ahnung, das sieht verdammt cool aus, wie ich finde. Das ist auf jeden Fall jetzt hier der neue legendäre Skin im Shop. Gefällt mir auf jeden Fall. Und passend zu den Skin gibt es auch einen neuen Hängegleiter und eine neue Hacke. Und das ist hier auf jeden Fall die neue Hacke, das ist die Rebenhacke. Das ist halt alles so im pflanzlichen Stil gehalten. Und der Hängegleiter sieht so aus, das ist der Venusflieger. Und ja, ich muss sagen, das gefällt mir alles ziemlich. Ja, das heißt, wir haben auf jeden Fall jetzt hier ein neues Set im Shop, das Flytrap-Set. Und ja, das gefällt mir auf jeden Fall ziemlich. Ja, und ich werde jetzt nochmal ganz schnell die täglichen Gegenstände durchgehen. Und zwar haben wir an erster Stelle hier die Spitzhankehacke. An zweiter Stelle den Chrom-Skin. An dritter Stelle das wackelnde Mode. Und an vierter Stelle nochmal die Battlepass-Stufen, die waren jetzt schon die letzten Tage auch im Shop. Ja, und passend zu den Chrom-Skin gibt es ja auch noch den Stahlhart-Skin und zu guter Letzt das Schere-Stein-Papier-Emote. Ja, das war der Shop vom heutigen Tag. Ich habe euch den mal wieder ganz kurz vorgestellt. Und ja, wir haben wie gesagt hier ein neues Set im Shop. Und ich muss sagen, das sieht eigentlich ganz cool aus. Und ja, ich würde sagen, das war es auch schon mit dem kurzen Video von heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst auch gerne ein Abo da. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann und ciao.